Ja, liebe Skisprungfreunde, da sind wir nochmal und melden uns nochmal, um euch ein bisschen die lange Wartezeit zwischen dem letzten Sommer-Grand Prix und dem ersten Wettkampf im Winter zu überbrücken. Heute wollen wir mal den Fokus auf was legen, was wir ja, in den Ausgaben bisher noch nie darüber gesprochen haben, und zwar um das Forum Nordicum, was seit 1980 jährlich stattfindet, und das ist ein Event von Pressejournalisten oder für Pressejournalisten. Ja, und ich bin nicht alleine da, sondern mir gegenüber sitzt der gute Luis, der auch die Ehre hatte, dort zu sein. Genauso sieht das aus. Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Viele werden sich jetzt oder einige werden sich sicherlich fragen, Forum Nordicum, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber was ist das genau? Erzähl es doch mal unseren Zuhörern. Wie du richtig sagtest, findet bereits seit den 80er Jahren statt. Ist jetzt dieses Jahr zum 37. Mal ausgetragen worden, immer an wechselnden Ausrichterorten. Und im Grunde genommen ist es so ein Kick-off für die neue Wintersaison, insbesondere für die nordischen Skisportarten, das heißt fürs Skispringen, für die nordische Kombination, für das Langlauf und auch für das Biathlon. Und an sich, die Idee war es, die Journalisten im Prinzip näher an die FIS-Offiziellen heranzubringen oder an die Offiziellen der Weltverbände ganz generell, um den Austausch zwischen diesen beiden Parteien eben ein bisschen besser zu gestalten, informativer zu gestalten. Und über die Jahre kam dann auch hinzu, dass dann verschiedene Sportler eingeladen wurden und man sich eben dort ausgetauscht hat, um so eben bestens vorbereitet in die neue Saison zu starten. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache. Für dich war es das zweite Mal, dass du am Forum Nordicum teilnehmen durftest. Aber beim diesem Mal war es auch eine kleine Premiere, denn du durftest eine kleine Rede halten. Fangen wir doch damit mal an. Wie war es für dich und worüber hast du genau gesprochen? Ja, eine kleine Rede ist gut. Das ist schon ein bisschen was Anspruchsvolleres gewesen, mal was ganz anderes als das, was ich bisher so gemacht habe. Aber ganz recht, wie du sagtest, ich durfte im Rahmen dieses Kongresses einen Vortrag halten. Und zwar habe ich ja meine Bachelorarbeit über die medialhistorische Entwicklung des Damen-Skisprings geschrieben. Und da ich den Thorsten vom Wege, dem Chef des OKs, das Forum Nordicum seitdem noch kenne und er mich auch kennt, war dann die Frage, ob wir das nicht mit ins Programm einbinden würden. Es war dann eben halt nur die Frage, ob das dieses Jahr eben stattfindet, in Lahti, wo das Forum stattfand, oder dann eben im nächsten Jahr in Klingenthal, wo das Forum stattfand. Ich habe dann Gott sei Dank relativ schnell und auch einen günstigen Flug bekommen und gebucht, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und es ist allein schon was anderes gewesen, weil ich den Vortrag auf Englisch gehalten habe. Nicht, dass das Englisch jetzt hinderlich gewesen wäre, aber es ist einfach was anderes, wenn du nicht in deiner Muttersprache einen solchen Vortrag hältst. Und diese halbe Stunde verging eigentlich wie im Flug. Das ist wie mit unserem Podcast-Folge eigentlich. Da vergisst man die Zeit auch ganz, ganz schnell. Aber es war auf jeden Fall eine riesige Erfahrung, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass ich bei einigen auch das Interesse geweckt habe und hoffe, dass das Damen-Skispringen dadurch auch ja, medial in ein etwas besseres Licht gerückt wird, weil man ja vielfach den Eindruck gewinnen kann, dass es noch recht stiefmütterlich behandelt wird. Ja, das ist sicherlich auch ein Wunsch vieler oder auch vor allem auch von uns, was wir ja auch schon häufig drüber gesprochen haben, auch über das Mediale bei uns in den Folgen. Wen hast du denn da so getroffen oder mit wem hast du denn da noch groß auch drüber gesprochen, über das Damen-Skispringen und auch über das Mediale? Also erstmal ist das so, man muss sich das so vorstellen, man ist im Grunde genommen in so einem Art Seminarraum, ja, in einem schönen Hotel da in Lahti, und vor einem sitzen, ja, sagen wir mal 35 Leute und lauschen die erstmal andächtig, und dann gibt es immer die Möglichkeit, nach solchen Vorträgen eben Feedback zu geben, Fragen zu stellen. Und der Erste, der sich darauf gemeldet hat, war der werte Kollege Luis Malknecht, lustigerweise auch ein Namensvetter von mir, den ich auch seit meinem ersten Forum 2014 schon kenne, auch ein guter Freund von mir mittlerweile, der sagte, auch ihn stört das insbesondere im Fernsehen, dass das Damen-Skispringen so wenig
stattfindet. Und er zog da, finde ich, einen ganz interessanten Quervergleich zu den Herren, dass nämlich auch die Qualifikationen beispielsweise bei Eurosport übertragen werden und dann auch laufend Wiederholungen gesendet werden, anstelle von möglichen Live-Übertragungen. Also das hat man ja nicht selten, dass vor einem Skisprung-Wettkampf der Herren noch die Qualifikation nochmal wiederholt wird, anstatt die Damen vielleicht mal live zu zeigen. Das fand ich einen sehr guten Punkt. Und ansonsten waren das hauptsächlich auch deutsche Kollegen, mit denen ich im Nachhinein noch drüber gesprochen habe. Das war zum einen der Thorsten vom Wege selber. Das sagte auch, das wäre mal eine völlig andere Art der Präsentation gewesen, auch eine völlig andere Art des, ja, des Redners sozusagen, weil nicht nur durch mein Alter bin ich da ein herausstechender Charakter, sondern eben auch dadurch, dass ich mich dem Ganzen wissenschaftlich angenähert habe. Und ich habe auch längere Zeit hinterher mit Werner Raabe, dem ehemaligen Sportchef des Bayerischen Rundfunks, drüber gesprochen, der das im Prinzip genauso sieht und auch die sportliche Entwicklung so anerkennt und insbesondere sagte, dass das, was meine Interviewpartner zum Vorschein gebracht haben, was sie gesagt haben, definitiv eine Bereicherung ist und ohne dessen wäre die Arbeit dann doch sehr, sehr trocken gewesen. Und der Meinung bin ich im Grunde genommen auch. Also es hat mich überrascht, dass die Leute dann doch so auf mich zugegangen sind, auch wenn das erst quasi im Nachhinein war. Aber das ist auf jeden Fall immer eine schöne Wertschätzung und gerade von solchen Treffen mit erfahrenen Kollegen lerne ich persönlich unglaublich viel. Und deshalb habe ich auch gesagt, dass ich so gerne zu solchen Events gehe, sei es jetzt das Forum Nordicom oder etwaige Weltcups, weil dieser persönliche Austausch dann doch was ist, was einen unglaublich weiterbringt. Und leider Gottes steht es auch in Frage, wie lange es das Forum überhaupt noch gibt. Ja, es wäre wirklich sicherlich sehr schade, wenn es das Forum nicht mehr geben würde. Das, was man davon hört, also so als Außenstehender wie mir, ist das auf jeden Fall eine gute und auch eine wichtige Sache. Wir haben ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Du hast mir ja auch schon erzählt, dass die Besucher- oder Journalistenzahlen auch zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Das ist sicherlich auch keine förderliche Entwicklung für das Forum. Ja. Du hast ja sicherlich auch schon auch einen Blick auf die Schanzen werfen können. Was gibt es da zu berichten? Es ist erstmal unglaublich beeindruckend. Also, das sind jetzt für mich auch die ersten Schanzen gewesen, die ich außerhalb von Mitteleuropa besucht habe. Das ist auch mein erster Besuch in Finnland gewesen. Und ich war sehr gespannt, wie das denn aussieht, weil im Fernsehen sieht das Ganze immer so ein bisschen dröge aus, sag ich mal. Auch der Ort Lahti selber ist eigentlich, ja, von oben sieht er relativ bescheiden aus, weil man insbesondere diese großen Plattenbauten da sieht. Ist erstmal nicht so einladend, aber ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, der Ort hat eine tolle Atmosphäre, ist sehr, sehr gediegen, sehr, sehr ruhig. Schöne Straßen und auch so eine Art Shoppingmeile und so. Und ja, auch so die Ausgehlandschaft, so nenne ich das mal, ist doch sehr, sehr gut. Also sehr, sehr reich. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und die Schanzen selber, da muss man unterscheiden. Man kennt ja die drei Schanzen, die im Skistadion selber stehen. Also die Großschanze, die Normalschanze und diese Jugendschanze da. Ich sag's mal so, da erkennt man schon sehr deutlich, wo das Geld der Renovierung dann reingeflossen ist. Also natürlich in die Großschanze und in die Normalschanze, haben eine sehr schöne Gestalt und auch die Normalschanze sieht nicht mehr so furchterregend aus, wie sie es mal war vor ein paar Jahren. Die Jugendschanze hingegen, da sieht man doch, dass die schon in die Jahre gekommen sind, ist. Und die Kinderschanzen, die ein Stückchen weiter abseits davon sind, die sehen doch ziemlich verkümmert aus. Also das scheint wirklich so zu sein, dass dieser Trend, über den auch viel während des Forums gesprochen ist, dass die Kinder nicht mehr wirklich Lust haben, mit dem Skispringen überhaupt anzufangen, dass der auch in Lahti Einzug hält und diese Schanzen eben nicht mehr so benutzt werden. Auf der Großschanze herrschte reger Betrieb. Das kanadische Team war auch unter anderem vor Ort. Auch Janne Ahonen hat da trainiert und jetzt sind die Schweizer auch da. Also so ist es nicht. Klar gilt es, sich darauf vorzubereiten, aber man sieht doch schon einen deutlichen Unterschied zwischen eben diesen beiden renovierten Schanzen und dem Rest des Areals. Das Stadion selber ist, ich würde sagen, unspektakulär spektakulär. Also es ist ziemlich weitläufig. Man
muss sehr viel laufen, um vom einen Punkt zum anderen zu kommen. Bietet eine Menge Platz für Zuschauer, also rund 80.000 gehen da rein, was ja eine ordentliche Zahl ist. Und der Vorverkauf für die Nordische Skiweltmeisterschaft, der läuft auch schon sehr, sehr gut. Also da sind sie voller Zuversicht, dass sie ihre Ziele erreichen werden. Also es hieß, um die 250.000 Zuschauer bei diesen insgesamt 21 Events während der Nordischen Ski-WM. Das sollte auf jeden Fall klappen. Wäre auch schön für Lahti, denn nicht nur, dass Finnland im kommenden Jahr seine 100-jährige Unabhängigkeit feiert, nein, es ist auch die siebte Nordische Ski-WM in Lahti bereits und damit sind sie Rekordausrichter. Das ist ja auch mal interessant. Ja, sicherlich ist das auch ja, Indiz oder auch der Faktor dafür, dass es im finnischen Skispringen nicht so läuft. Es ist ja nicht sind ja sicherlich nicht die einzigen Schanzen, die jetzt, sage ich mal, nicht ansprechend sind für Kinder und Jugendliche. Ja, du hast Janne Ahrhuhn angesprochen. Du hast ihn ja auch getroffen. Ja, gibt es da was Interessantes zu berichten? Auf jeden Fall, ich war schon mal überrascht, dass wir dann doch noch schließlich einen Sportler zu Gesicht bekommen haben. Normalerweise ist es beim Forum so, dass es dann mehrere Sportler zu sehen gibt. In Willingen vor 2 Jahren war zum Beispiel Andreas Wellinger auch da und ehemalige Sportler, also Martin Schmidt, Dieter Thoma und Jens Weißflog. Und dieses Jahr war Ahun der einzige, den wir live und in Farbe getroffen haben, sozusagen. Und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass er, der war richtig redselig. Also wenn man ihm Fragen gestellt hat, dann hat er angefangen zu erzählen und glaubt es mir oder nicht, er hat tatsächlich mal gelächelt oder gelacht. Das war bis vor ein paar Jahren ja noch völlig undenkbar, aber da hat er richtig, war richtig aufgeblüht und besonders in Schwärmen geriet er dann, als er von seinem Hobby erzählt hat. Der fährt nämlich so Dragster-Rennen, nennt sich das. Das sind ja, Fahrzeuge, ich nenne es jetzt mal nicht Autos, weil das trifft es im Grunde genommen nicht. Es sind Fahrzeuge, die Motorenstärke von 9000 PS haben, von 0 auf 100 in 0,4 Sekunden beschleunigen. Und das macht er im Sommer. Also hat das Training ein bisschen zurückgefahren und fährt dafür diese bekloppten Rennen. Und was ich vorher auch nicht wusste, dass er der Anzugschneider der Finnen ist. Also es ist nicht mehr so, dass die quasi von irgendeinem Werk diese Anzüge bekommen, sondern der hat bei sich zu Hause die Stoffe und schneidet die Anzüge für seine Kollegen und für sich selber Maß. Also wenn im Winter mal ein Finne wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert werden sollte, weiß man, an wen die Klageschrift dann geht. Ja, das sind doch mal wirklich interessante Informationen. Ja, sicherlich auch für den finnischen Skiverband eine gute Lösung, weil man da auch, ja, man kennt die Janne ja seit Jahren und ja, kann das dann viel besser planen, denke ich mal, und hat da sicherlich auch viel mehr Möglichkeiten. Und wenn er das auch über seine Karriere hinaus macht, die Anzüge schneidern, dann ja, bleibt er uns den Skispringen ja auch gewisserweise auch sehr erhalten. So. Ja, Adrenalin, Kick, den brauchen ja viele Skispringer. Viele sind ja auch Hobbypiloten oder so, aber ja, Dragster-Rennen ist sicherlich nochmal eine andere Nummer. Genau. In so kurzer Zeit auch von 0 auf 100, das ist schon. Ja, das ist, so schnell sind sie nicht mal auf Glückschanze unterwegs. Ganz und gar nicht, genau, ja. Ja, es gab ja auch so eine Zeit oder so einen Ablaufplan und da habe ich gesehen, dass ja, quasi vor deiner Präsentation auch die Präsentation für die WM, für die Nordischen Skiweltmeisterschaften stattgefunden hat. Gab es da aufschlussreiche Informationen oder Erkenntnisse? In Bezug aufs Skispringen jetzt nicht unbedingt. Ganz einfach, weil der Renovierungsprozess an den Schanzen schon etwas länger abgeschlossen ist. Aber man könnte auf jeden Fall mal über die Rolle von Lahti als Sportausrichter sprechen. Ich glaube, das ist auch eine Facette, die weitestgehend unbekannt ist. Also, wir wissen ja, dass es ein nordisches Skizentrum ist. Das heißt, die Langlauf, ja, man hat Langlaufanlagen und man hat eben die Sprungschanzen, die in unmittelbarer Nachbarschaft sind, aber nicht nur das,
sondern es gibt viel mehr Sportarten, die man in diesem Gebiet betreiben kann. Also es gibt dort unter anderem zwei Eishockeyhallen, auch ein Fußballstadion und das soll jetzt zu einem Multifunktionsstadion werden. Das heißt, man baut an einer Längsseite der Tribünen einen Schießstand hin, um in Zukunft dort vielleicht bei Biathlon-Weltcups auszutragen, was allerdings noch ein bisschen in den Sternen steht. Aber grundsätzlich lässt sich zu Lahti sagen, das ist ein Ort der kurzen Wege. Auch das Athletendorf für die nordische Ski-WM 2017 ist relativ nah dran. Das sind 20 Minuten mit dem Bus. Mit dem Auto sogar ein Stückchen schneller. Es ist in Viromäki, ein Sportkomplex an dem unglaublich große Fläche, aber auch da unglaublich kurze Wege. Da kann man über 100 Sportarten ausüben, wenn man denn lustig ist, auch als normaler Hobbysportler, sage ich mal. Und dadurch, dass Lahti nur rund 1,5 Stunden vom Flughafen Helsinki entfernt ist, ist die Lage für Sportevents nahezu optimal. Also die Wege sind, wie gesagt, sehr kurz, die Anreise ist sehr kurz, man hat dort im Prinzip alles, was man braucht. Und im Grunde genommen also ich habe sowas vorher noch nie gesehen, dass solche Anlagen so viele Facetten anbieten und so viele Möglichkeiten offerieren. Also wenn man jetzt beispielsweise mal Oberstdorf als Vergleich nimmt, gut, da hat man die Sprungschanzen, man hat das Skigebiet in der Nähe mit Gondelbahn, das Eiskunstlaufzentrum ist nicht weit weg und ein Fußballplatz. Aber das ist gegen das Zentrum von Lahti und auch von Viromäki ist das ja eine Kleinigkeit verglichen. Also wie gesagt, das habe ich vorher noch nie gesehen, ungeheuer beeindruckend. Das sind viele Eindrücke, die da auf einen eingeprasselt sind in dieser kurzen Zeit. Und auch das definitiv großer Pluspunkt des Forums, wobei ich es ein bisschen schade fand, dass es, wie du schon richtig sagtest, diese Präsentation vom Ausrichter gab, man dann aber im Prinzip mit Baustellenfotos zugeballert worden ist, anstatt dass man mit der ganzen Gruppe mal in das Stadion gegangen ist und sich das wirklich vor Ort angeguckt hat. Nein, das mussten wir dann in unserer Freizeit mehr oder weniger machen. Das war ein bisschen schade. Ja, das Forum ging ja über 4 Tage, wenn ich mich nicht ganz täusche. Sicherlich standen ja auch die anderen Sportarten im Vordergrund. Aber was hast du noch so für uns mitgebracht, sag ich mal, über das Skispringen im Allgemeinen? Gibt es da noch irgendwas, was du unseren Hörern mitteilen möchtest oder? Auf jeden Fall, es gibt noch einiges zu erzählen, und zwar vom sogenannten FIS Day. Also das unterteilte sich bis dato eigentlich immer, dass an einem Tag die FIS ihren Tag hat oder ihren Vormittag besser gesagt und die International Biathlon Union, also der internationale Biathlonverband, am Folgetag, die haben sich wiederum gar nicht blicken lassen, was doch für reichliche Ernüchterung gesorgt hat bei den Kollegen. Das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Von der FIS waren neben den Renndirektoren für nordische Kombination und Skilanglauf auch Walter Hofer zu Gast, zu dem erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Dann auch Generalsekretärin Sarah Lewis und FIS-Präsident Gianfranco Caspar. Und dazu muss man wissen, dass die Herrschaften und auch die Dame zuvor 27 Stunden mit dem Flugzeug aus China hergeflogen sind, weil sie nämlich eine Inspektion für die Sportanlagen der Winterspiele 22 vorher abgehalten haben. Und dazu sagte FIS-Präsident Caspar, dass die Vorbereitungen für die Großevents prinzipiell gut laufen und der kommende Winter ist auch reichlich vollgepackt mit 330 Weltcup-Veranstaltungen und den 4 Weltmeisterschaften. Also da gibt es einiges zu sehen und zu organisieren und auch für ihn wieder viel Reisestress, aber der steckt das sehr gut weg, der junge Mann. Und leider ging es in dem Zuge auch um das Thema Doping, was ja das Skispringen Gott sei Dank nicht betrifft. Aber so das kleine, als kleine Randanekdote, als er sagte, dass der Sport leider Gottes sehr viel an Ansehen verloren hat und es eigentlich besser wäre, wenn der Sport nur auf den hinteren Seiten der Presse zu finden sei, denn wenn er vorne zu finden ist, geht es meistens um Skandale. Platzte 1,5 Stunden später im Prinzip die Meldung hinein, dass die norwegische Langläuferin Therese Johaug wegen des Dopings überführt wurde. Ja, klassischer Fall von, wenn man vom Teufel spricht, aber das war schon ja ganz schön hart dann in dem Zuge. Zu Walter Hofer,
Der hat eine relativ lange und ausführliche Präsentation gehalten und auch in seinem typischen Stil, wie er das immer macht. Aber ich höre dem Mann sehr, sehr gerne zu, wenn er was erzählt, weil das einfach Hand und Fuß hat und er sich mit uns auch wirklich konstruktiv auseinandergesetzt hat. Für uns Skisprung-Fans mit Sicherheit die Nachricht überhaupt, dass zum ersten Mal seit 24 Jahren es keine Regeländerung gibt. Der große Vorteil davon ist, dass es kleineren Nationen die Chance gibt, den Anschluss zu finden. Die Tendenz hat sich ja jetzt im Sommer auch schon gezeigt, auf jeden Fall. Dann hat er noch über einige Schanzenprojekte referiert, die mehr oder minder bekannt sind. In Ruka gibt es beispielsweise eine neue Anlaufspur samt Kühlung und ein neues Windnetz, was dann auch die Veranstaltung zum Weltcup-Auftakt sichern sollen quasi. Dann hat er nochmal das Thema Nishnitalgil angesprochen, dass eben das fehlende Windnetz und die noch ausstehende Preisgeldauszahlung des letzten Winters als Absagegrund für den, zumindest für den Herren-Weltcup gelten. Da hat sich ja jetzt Lillehammer als Ersatzausrichter gefunden. Dann, was ganz interessant zu sehen sein wird, die neue Schanze in Engelberg, die derzeit umgebaut wird, die ist komplett saniert und als erste und einzige Schanze bis dato wird sie dann eine LED-Beleuchtung im Anlauf erhalten. Und nicht nur das, diese Farbe zwischen den Spuren oder an der Spur wird dann auch die Farbe des Startsignals sein. Also wenn der Springer oben auf den Balken sitzt und das gelbe Signal hat, wird die Spur gelb sein. Wenn er das grüne Freizeichen bekommt, wird die Spur grün sein. Und wenn er dann von runter vom Balken muss, weil rot ist, wird die Spur rot sein. Also das wird sicherlich ganz, ganz interessant zu sehen sein, zumal es dann auch ein Nachtspringen geben wird. Dann Das ist zum, denn ja. ja sozusagen die Erweiterung von dem dessen, was wir letzten Winter schon gesehen haben, an am Balken direkt. Da gab es dann ja auch schon diese Lichtspielchen, nenne ich sie mal. Genau, ja. Aber das Ja. ist dann, wie gesagt, über den ganzen Anlauf Ja. verteilt. Dann zum Thema Oberstdorf. Ich denke mal, da haben wir ja auch im Podcast schon drüber gesprochen. Der Komplettneubau ist auch komplett im Zeitplan. Zakopane haben sich jetzt in diesem Jahr nur mit der Erneuerung des Anlaufs beschäftigt. Und im nächsten Jahr ist dann der Aufsprunghang dran. Dann wurde nochmal das Konzept des neuen Nordic Tournament vorgestellt. Was ja dann unter dem Titel Raw Air läuft, also 10 Springen in 10 Tagen. Genaueres dazu werden wir euch dann nochmal in einer Extra-Folge auf jeden Fall berichten. Dann das Thema Erzurum, was wir auch vor, ja, das sind jetzt schon wieder 2,5 Jahre, dass wir im Podcast drüber gesprochen haben. Die Renovierung dort sind fast abgeschlossen und es gibt dort im nächsten Winter 2 Continental-Cup-Springen und das European Youth Olympic Festival. Also gleich mal die Schanzen renoviert und direkt wieder Großevents dort ausgetragen. Dann ein Projekt, was auch auf Bertkutschy ziemlich groß promotet worden ist, ist das Thema Wernigerode. Dort ist eine Indoor-Schanze geplant oder zwei Indoor-Schanzen sogar, also eine Groß- und eine Normalschanze, um dort eben unter faktischen Laborbedingungen testen zu können. Und ansonsten hätte ich noch einen kleinen O-Ton einzuspielen, der kommt dann jetzt gleich, und zwar zum Thema Großschanzen-Weltcups in Oberstdorf. Denn da waren wir uns nämlich nicht ganz so sicher, wie denn das Reglement diesbezüglich sein wird, und Walter Hofer hat sich diesbezüglich geäußert. Dürfte ich Ihnen noch eine Frage stellen? Und zwar betreffend der Damen-Weltcups in Oberstdorf. Ja. Da die jetzt auf der Großschanze sind, gilt dann weiterhin das Reglement, dass nur die besten 30 antreten Nein, dürfen? alle. Also eine Qualifikation und dann ganz normal. Ganz normales Okay. Reglement. Also ist das. Freitag Quali, Samstag, Sonntag Weltcup. Okay, also das Format, dass nur die besten 30 sind, gilt dann nur für das Olympisch-Finale. Weltcup-Finale. Ah, okay, alles klar. Dankeschön. Ja, das waren doch jetzt ja, sehr viele interessante und auch wichtige Fakten. Danke dir erstmal dafür. Es gab ja auch noch eine Vorstellung der Skihersteller, der Skimarken, unter anderem auch Verivox um 2000. Da hast du doch auch noch ein bisschen was zu berichten. Genau, so sieht das aus. Es ist, glaube ich, vielen gar nicht so bekannt, welche Bedeutung das Skispringen allgemein hat. Also man muss erstmal vorweg sagen, dass es marketingtechnisch auf jeden Fall die interessanteste Sportart ist. Nicht nur im Winter, allein dadurch, dass wir auch im Sommer 3 Wettkampfserien haben und eben 4 im Winter.
und eben diese drei Sparten aus Damen-Skispringen, Herren-Skispringen und nordische Kombination, was ja zukünftig dann nochmal auch in beide Geschlechter unterteilt werden soll. Und generell ist das Skispringen die erfolgreichste Wintersportart, was die TV-Zahlen anbelangt. Das ist, glaube ich, auch vielen Leuten gar nicht so bewusst. Das scheint auf die Zuschauer einfach eine unglaublich große Faszination auszuüben. Und genau da hat sich die Firma SKI, also großgeschrieben Ski oder Ski, gedacht, da ist auf jeden Fall eine Marktlücke und ein Ansatz, um dort Marketing zu betreiben. Dem zugute kam im Prinzip, dass fast alle Skibauer seit Ende der 90er nach und nach verschwunden ist. Also man erinnere sich nur an Marken wie Kneißl, Rossignol oder Atomic und was es da nicht alles gab und jetzt auch zuletzt noch Elan. Ganz einfach, weil die Produktionskosten ungeheuer hoch sind. Klar, die Paare sind meist maßangefertigt und auch die Pflegekosten sind alles andere als niedrig. Und man musste sich einfach dem beugen, was in den letzten Jahren so Trend quasi ist. Also das Klima hat sich verändert, der Schwerpunkt in Sachen Ausgaben hat sich geändert und auch die Verhaltensweisen der Athleten haben sich komplett geändert. Und da greift jetzt insbesondere diese Firma Ski, die Verivox und Sport 2000 eben promotet, ein und hat sich als Ziel gesetzt, eben die Skiproduktion aufrechtzuerhalten. Das findet im ehemaligen oder ja in der ehemaligen Firma Germina statt, also in Thüringen, hier in Deutschland. Dann hat man sich als Ziel gesetzt, das sogenannte ROI, Return of Investment, an die Investmentpartner eben zurückzubezahlen. Das heißt, die Marketingerlöse sollen im Prinzip das Sponsoring-Budget, was eben diese Marken Verivox oder vorher halt auch Flüge.de und Sport 2000 dort eben diese Ski reingesteckt haben, soll wieder rausgeholt werden, dass dann am Ende zumindest eine schwarze Null steht. Und man hat sich als Ziel gesetzt, so viele Skispringer und nordische Kombinierer wie möglich auszustatten. Eben weil der Markt jetzt so, sagen wir mal, begrenzt ist. Wir haben mit Fischer die einzige Firma, die ihre Ski im Prinzip noch selber baut. Und die bauen ja auch die Ski für Löffler. Dann haben wir eben diese beiden Marken. Und jetzt noch Sladnar, die die Elan-Produktion übernommen haben. Und Leute, die mit Sporten springen, zum Beispiel Julia Kykkönen, sind ja schon echte Exoten. Aber das war eben, das ist der heutige Markt, wo früher eben, sagen wir mal, 10 Marken aktiv waren. Und zu dieser Firma gehören auch einige bekannte Athleten. 8 bis 12 pro Marke, hat der Kollege Ronald Brandl erzählt. Also bei Verivox sind es dann eben Andreas Wank, David Siegel beispielsweise, wenn man jetzt von den Herren spricht, oder bei den Damen Irina Avakumova und Elena Rungaldier. Und insgesamt sind es um die 100 Athleten weltweit, die unter Vertrag stehen, was ja schon mal keine so kleine Nummer ist, wenn man bedenkt, dass es ungefähr 500 professionelle Skispringer auf der Welt gibt. Und da hat man auf jeden Fall einen Fuß in den Markt gesetzt. Und das ist im Prinzip so ein Mysterium immer gewesen. Wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das Reglement technisch überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Und ich finde, da hat der Kollege Ronny Brandl mit seiner Präsentation auf jeden Fall wirklich für Licht im Dunkeln gesorgt. Oh, das sind auch ja für mich sehr interessante Neuigkeiten. Also so genau wusste ich das bisher auch noch nicht. Also auf jeden Fall interessant zu wissen, wenn man den Sport so intensiv verfolgt, so wie wir, dann ist das sicherlich auch noch ein, ja, nicht unwichtig zu wissen, wie das mit den Skimarken und so ist. Ja, alles in allem hast du jetzt ja sehr viele Themen auch angeschnitten und vielleicht hat der ein oder andere nochmal eine Frage oder möchte was ausführlicher erklärt bekommen, dann schreibt es uns in die Kommentare und ja, der Luis, der wird dann sicherlich nochmal die ein oder andere Minute finden, das etwas genauer zu erläutern. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja, ich freue mich da auch immer, wenn es da Zurückmeldungen gibt. Das habe ich jetzt nicht nur beim Forum selber gemerkt, sondern auch ja auf meinem Facebook-Profil. Da hat sich allerhand getan und ja, ist auf jeden Fall immer cool, wenn man den Leuten dann so informativen, interessanten und hoffentlich auch unterhaltsamen Input geben kann. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir werden uns sicherlich nochmal vorm Weltcup-Start dann melden. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Tschüss.